Willkommen Leute, heute wird's spannend. Ich habe zwei Teams dabei. Es wird ein Kopf-um-Kopf-Rennen. Wer baut das bessere Floß in 2 Stunden? Bleibt gespannt, das wird sehr lustig. Ich habe die Teams hier einmal blau. Verarschen, beide Seile nehmen, ne? Ja, denke ich mir auch. Und einmal rot. Planänderung, wir müssen über 2 Flüsse und das kostet uns zu viel Zeit. Ja, es gibt Regeln, Leute. Ihr dürft nicht frisches Holz nehmen. Das heißt, ihr müsst totes Holz nehmen, alles, was in der Natur findbar ist. Ihr könnt auch Müll finden. Kein frisches Holz, das wäre halt blöd für die Natur. Keine Gewalt? Keine Gewalt. Na, schade. Ich habe eine Plane im Garten liegen. Wollen wir die holen? Könnt ihr machen, ihr verliert Zeit. Aber könnt ihr machen. Teams sind bereit. Jetzt kommt die wichtigste Entscheidung. Wer darf zuerst anfangen? Weil der Erste kriegt halt auch die besseren Sachen. Ich werde jetzt die Münze werfen. Kopf oder Zahl? Boah, wir haben den Kopf, also würde ich sagen, wir kriegen den Kopf. Wir kriegen den Kopf, Alter. Wir kriegen Zahl. Ich schmeiße hoch. Und 3, 2, 1 und okay, und das ist Kopf. Okay, ihr dürft auswählen. Geil, oder? Das war ja interessant, Mann. Das habe ich noch nie eine Münze geworfen. Eine Axt also. Der erste Gegenstand. Patrick, jetzt musst du wirklich weise wählen. Wählen Sie sehr weise. Was können wir haben Seile. Wir haben Messer. Ich würde sagen, dieses Täschchen hier. Ja, das ist gut. Ja, dann müssen wir einmal Seil nehmen. Wir müssen auf jeden Fall einmal Seil nehmen. Ja. Das ist mies, warte, aber guck mal, so eine Schaufel, Alter, da brauche ich... Brauch das Seil safe. Ja, klar. Ja, klar. Müssen wir jetzt so oder so nehmen. Das Seil müssen wir nehmen. Jetzt gucken wir, was wir hier haben. Alter, wir haben eine Säge. Deswegen. Ja, ja, man muss schon taktisch überlegen. Aber die ist halt fucking gut. Wir nehmen die Axt. Okay, Patrick, bist du dafür für eine Axt? Ja. Okay. Geil, okay. Granatenstark. Und einmal Seil. Okay, die haben ihre Gegenstände und jetzt bin ich dran mit Mercedes. Ich hab mich mit Mercedes. Hast du einen Wunsch? Ja, wahrscheinlich Seil, ne? Ja, das Seil nehmen wir auf jeden Fall mit. Das sind jetzt ungefähr, glaube ich, 80 Meter. Okay. Seil ist schon mal richtig gut. Handschuhe würde ich jetzt nicht nehmen. Das ist cool, eine Schaufel ist cool, aber wir brauchen die Säge, Leute. Wir brauchen die Säge. Ehrlich? Ja. Auch wenn wir Totholz sammeln? Deswegen, weil wenn das Totholz zu groß ist, können wir vielleicht das durchschneiden und haben 2 Stöcker. Okay. Wir haben unsere Gegenstände ausgesucht. Ich hoffe, die Säge ist gut. Ich hoffe auch. Okay, lasst die Spiele beginnen. Wir fangen an. Wir sind bereit. Wir werden es schaffen. Ja, das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen. Woo! Let's do it, Leute! Andi, was ist dein Problem? Gar nichts. Nix? Überhaupt nicht. Okay. Wir werden gewinnen. Okay, Mann. Das Team Blau ist jetzt schon mal bereit. Es sieht so aus, jedes Team hat 2 Stunden Zeit, das Floß zu bauen. Ich habe hier einen Timer, ihr habt einen Timer. Und wenn es vorbei ist, treffen wir uns am See. Alles klar, Leute. Gut. Yes. Lass uns das beginnen. Perfekt, okay. Leute, jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr, welches Team wird gewinnen? Schreibt es in den Kommentaren, Team Blau oder Team Rot. Viel Glück, Mann. Ja, gib alles. Du auch. Die 2 Stunden laufen schon lange, schon. Let's do it, Leute. So, Leute, Team Blau ist am Start. Woo! Wir gehen los. Let's go. Und 155 nur noch. Unser erster Plan ist, wir gehen einfach eine Runde spazieren und suchen uns Holz. That's right. Let's ride. Let's go. Ich hab's verschieden. Komm mal raus. Ja, Leute. Es geht direkt ab, Mann. Jawoll. Das erste Holz schon mal gefunden hier. Und wie ihr seht, ist es tot. Ganz tot. Es schreit nicht mehr. Lebst du noch? Nee. Nee. Leg einmal. Okay. Vorsicht. Komm mal nicht um. Soll ich halten? Ja, ist nicht. Jawohl. Nummer uno. Und ich würde sagen, hier noch einmal. Ja. Dann haben wir direkt 2 schon. Wir müssen jetzt erstmal Holz sammeln. Wir sammeln erstmal alles hier hin und dann arbeiten wir. Wir gehen jetzt rein, Leute. Wir haben ein kleines Problem, genau dort ist Wasser und wir kommen da halt nicht rüber so gut. Aber egal, wir haben hier eine kleine Ecke mit ganz viel Holz und das ist gut zum Antreiben. Wir nehmen das erstmal alles mit. Nee, aber weil hier die Gabelung ist, würde ich sagen hier. Weil da die Gabelung ist. Nee. Okay. Dann nehmen wir den. Der beste Schuss. Vorsicht.
Okay, das schon mal gut aus. Folgender Plan, Leute. Pat geht in die Richtung, ich gehe in die Richtung, treffen uns hier, sammeln das Holz und dann wird's verarbeitet. Und wir haben sogar ein Crafting-Table. Mega. Mega. Okay, uns bleibt jetzt noch 90 Minuten. Ich habe aber was Krasses gefunden. Schau mal, wir müssen hier nur rüber. Und da ist ein dickes Stock und da. Und das könnte uns, das kann uns wirklich halten, so was Großes. Ich muss aber erstmal hier rüber. Okay, Leute, weiter geht's. Ich habe keine Zeit zum Aufnehmen. Ich hab was gefunden, aber wir sind jetzt auch schon sehr fleißig. Bitte schön. Guck mal. Das Ding ist so schwer, das kann uns locker halten. Rechts ein fettes Holz drauf und dann müsste unser Floß ja fertig sein. Oh, da geht's. Okay. Hoppa. Und ich habe 2 Stück davon gefunden. Okay. Und es bricht auseinander da hinten. Wir haben schon auf jeden Fall viel gesammelt, aber es wird niemals reichen, dass ich da draufstehen kann. Das Ziel ist ja, dass man auf den Floß stehen kann und nicht sinkt. Gucken wir, wie es schien. Ja, oder sitzen, ne? Oder sitzen. Oder liegen. Am besten sitzen, dann brauchen wir nicht so viel Platz. Ja. Was meinst du? Würde jetzt? Das darf ja nicht so groß sein. Das ist der Floß. Hier stehen wir einfach. Fertig. Ja, okay. Dann machen wir hier schon Stöcke. Ach, ich wollte es da bauen. Deswegen hatte ich da alles freigeräumt. Ah, okay. Weil das Ding war so schwer. Ja, okay. Dann können wir das einfach noch. Ja, okay. Ja, wenn Leute kommen, dann müssen die halt hier außen rum, ne? Ja, das kriegen wir, glaube ich. Müssen wir den Weg halt nicht verstehen. Ich glaube, ich das andere Team da. Ja, die sind da hinten. Ich habe auch gerade jemanden gesehen. Nur ihr wisst, was die dort gerade machen. Ich nicht. Okay, weiter geht's. Ja, hier habe ich noch mal etwas Schönes gefunden für uns. Guck dir das mal an. Jo. Reicht das? Tuff, tuff. Spielen wir ein bisschen Minecraft. Muss aufpassen, wenn du den rüber schmeißt, dass du ihn nicht kaputt machst. Das passt, nee, das war nur die Gabel. Viel zu schnell. Hä? Viel zu gut. Wir haben zu kranke Voraussetzungen. Danke. Vorsichtig. Es läuft, wir kommen gut voran. Würde ich so sagen. Ich glaube, ich würde. Ich würde doch schon einfach so in der Mitte. Ja. So haben wir Holz gespart, jetzt haben wir einen doppelten hier. Den werde ich hier auch hinlegen und wir könnten, sehe ich schon, einen dreifachen. So, mit einem Stock können wir 3 machen, so sparen wir auch Zeit mit der Säge. Das Problem ist, mit altes Holz, es hat schon viel Wasser eingesaugt, das heißt, das Boot sinkt generell. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Und gleich kommen die Seile. Ja, perfekt. Den kannst du, glaube ich, einfach nur so rauflegen. Ja. Ach so, kann man schon so lassen, ne? Ja, voll. Okay, cool. Noch eine Abgabe. Es wäre cool, wenn man noch so eine Flagge bauen kann oder so ein Floß. Die sind verpuppelt, ne? Die müssen wir sägen. Dieser Stück hier kann weg. Ja, tritt mal drauf. Vielleicht kriegt man vielleicht da eine gute Länge irgendwie raus. Nee. Nee, okay. Müssen wir sägen. Einfach hier abschneiden, oder? Ja. Wollen wir es nochmal wiederholen? So schnell kann es doch gehen. Ja, weiter. So viel Holz brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Wo habe ich den Feder? Weil wir wollen ja nur für einen machen und nicht für 2. Ein bisschen. Hä? Ein bisschen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich meine, abgesehen von was wir jetzt hier haben. Ich weiß.
fucking scheiße dick, Mann. Jo. Ich hätte keinen Bock mehr, Mann, wirklich nicht. Ja, und jetzt noch einmal, jetzt genau, auch genauso machen. Hä? Jetzt noch mal in die Mitte treten. Das ist nicht schlecht. Aber... Du brauchst ja so eine Abbruchstelle. Also ein bisschen hacken musste und dann das heißt, geht das. Das hier ist richtiger Rotz, das brauchen wir eigentlich nicht. Nee, ich habe keinen Bock mehr, dieses dicke Holz zu schlagen, Alter. Piss dich nicht. Ja. Zack. Dann haben wir hier nochmal mehr Gewicht. So morsch, Leute, man braucht gar keine Säge. Ich bin auch wirklich gespannt, was die anderen gerade machen. Auf jeden Fall höre ich die hammern. Die Säge ist sehr geil, Leute. Mal gucken, was die mit der, wie die mit der Axt klarkommen. Ja? Hält doch schon mal was aus, Leute. Ne? Bricht nix. Perfekt. Schaut mal, Leute. Mercedes holt eine fette Ladung Holz. Hammer. Ich kann mir keinen besseren Teampartner vorstellen. Cool. Schön. Wie lange haben wir jetzt? Schon genug, Alter, fast. Ich will echt nicht mehr viel, Mann. Ja, wir haben so viel Zeit, die 2 Stunden, die reichen locker vor uns. Ah, Bier im Wald. Guten Tag. So, Ladies and Gentlemen, willkommen. Wir haben jetzt genug Holz gesammelt. Jetzt können wir mal ein bisschen das um uns Floß kümmern. Den hier zum Beispiel, der ist zu lang. Halt einmal. Warte, das schneid das raus. Keine Beleidigung, ne? So. Dann wird für mich ja noch auf TikTok gesperrt. Ah. Ist schon besser, ne? Ja. Ja. Kann man das nehmen? Kann man? Oder was meinst du? Bullshit? Ja. Also scheiße, das ist bloß so. Das ist scheiße. Wo kommt das nach außen? Ja. Ja, hast du recht. Ist gut. Das kommt hier hin. Ne, das kommt. Ne, denk da an die Bank, ne? Die kommen da noch drauf. Dann steht das im Weg. Ich habe 10 Knoten gemacht und dann jetzt doch ab und zu mal beides gemacht, aber eigentlich drunter drüber. Das ist Update. Wir haben noch 1:12. Okay. Glaubst du, wir schaffen das? Ich glaube schon. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht, weil wir so ein kleines Boot jetzt bauen. Ja. Haben wir richtig viel Zeit jetzt gewonnen. Ich weiß gar nicht, was wir damit machen. Einfach 7 Schicht Holz drauf klatschen. Einfach ein Hochhaus. Ja. Okay. Vielleicht gibt das dann alles um. Ja, okay. Müssen wir mal gucken. Gut, dann. Schon. Okay, wir brauchen eine kleine Pause, Leute. Das Problem ist jetzt, dort, wo ich jetzt die ganze Zeit reingehe, über den See die ganze Zeit für 2-3 Stöcker kostet viel Energie. Ich muss mal planen. Ich muss mal da hinten gucken, ob ich da irgendwie raus bin. Ja, die machen auch gerade Pause, Leute. Ich sehe es gerade hier. Die trinken Wasser. Na, macht ihr Pause? Habt ihr keine Kraft mehr? Jetzt sind das Rechte. Komm, ich glaube, Michael schreit, dass ich ihn höre bis hierhin. Mhm. Mal helfen, ja. Wir sind verstrommelt, zeig mal. Geh mal auf die andere Seite. Also du machst immer so 1-2 Mal um Holz und dann zum nächsten immer. Und dann noch in der Mitte nachher. Schön und nach ranziehen noch. Genau. Dann Schuhe, finde ich besser. Schreihals. Schreist du? Okay, Mercedes wickelt jetzt hier erstmal alles. Wir haben jetzt vor, hier einmal zu weben. Zack, 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 zack. Ja.
Und dann mal gucken, ob das hält. Wir haben halt nur gerade überlegt, weil jeder zweite ist nicht fest, wenn wir das weben. Aber das ist nicht schlimm, weil wir ja noch eine Schicht drüber machen wollen. Genau, ja. Ich meinte, dann kriegen die eh nicht hoch. Das heißt, dann verlieren wir kein Seil, wenn wir die nicht, dann müssen wir nicht einmal probieren drum zu wickeln. Aber wir verlieren halt ein bisschen mehr Seil dafür. Und so sind sie dann gleich fest, wenn wir da noch eine Schicht drüber machen. Okay. Bisschen übertrieben. Ich säge jetzt das Seil durch, aber wir haben halt kein Messer, deswegen. Micha, wie sägt man denn ein Seil? Okay, oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Ich hab unser Seil ein bisschen geschrottet. Einmal ganz stramm fest, wir müssen das zusammen machen. Das ist zu grob. Ja. Live-Footage auf Amateure wie die in Flusssammern ist wirklich rar. Also, Leute, ist wirklich, wirklich, wirklich gut, man. Sowas. Das heißt, erstmal machen wir es fest, andere Seite, und dann gucken wir, wie wir den Rest mit. Ja, genau. Okay, das heißt, unser Werkzeug, kein Messer, direkt am Spitz. Nicht hacken. Okay. Wieso bist du ja gar nicht so schlicht, finde ich. Ja. So, von der Optik, reinen Optik her? Oh mein Gott. Was sieht scheiße aus, oder was? Hätten wir nicht genau andersrum arbeiten müssen, dass wir einen auslegen müssen für die Seite und den anderen für die Seite, wie Schuhpaare? Wie bei Schuhpaaren, die legt man entgegengesetzt. Ach so. In den Karton. Jetzt würde ich so lassen. So lassen? Ja, klar. So. Ja. Aber ich denke darüber nach, dass es praktischer ist, weil wir haben eh noch Zeit. Noch 31 Minuten. Es ist doch viel praktischer. Also willst du dir wieder abmachen? Das schaffen wir. Komm, wir versuchen. Komm, let's go. Jetzt fangen wir da an. Das müssen wir komplett einzeln finden, die beiden. Die müssen. Perfekt. Okay. Ich mach's gerade einmal. Das zieht sich ganz weg. Irgendwie. Da festhalten. In der Mitte. Bam! Mal gucken, ob mein Knoten hält. Ich habe jetzt überlegt, Leute, wenn wir einfach hier, es reicht so die Größe, wir brauchen gar nicht so ein großes Floß, weil so können wir das Holz sparen und das stapeln. Das heißt, wir können auf ein gestapeltes Holz stehen und das wird nicht sinken. Wisst ihr, dann werden wir nicht nass. Ja, und eine Schicht reicht nicht. Und wenn einer von den Morschen durchbricht, dann ist man nicht direkt im Wasser. Genau. Und so ist das schön klein und fein. Und dann haben wir vielleicht drei Schichten, machen wir einfach. Manchmal gibt es wirklich gutes Holz. Hauptsächlich haben wir nur Müll, aber... Oh ja, guck mal. Die, Alter, wenn das Holz nur so wäre, das wäre so krass. Dann haben wir vielleicht kann man den nehmen. Den dann nehmen. Unter den dicken, zwei großen. Ja, das hier macht halt Sinn, ne? Dass wir unten nochmal was haben. Ja, dann können wir die alle befestigen richtig. Damit. Oder halt oben drauf, aber dass die beiden nochmal verbunden sind, weil ich dachte mir, wenn wir jetzt nur zwei lange haben, die können ja so auseinander genau, ja. Und dann kriegen die alles kaputt brechen vielleicht. Okay, Leute, wir müssen jetzt das hier anheben, das hier dazwischen packen und dann drunter und hier auch. Oh, darf jetzt nicht brechen. Oh, das sieht gruselig genau aus. Deswegen machen wir das. Seht ihr das? Komplett verrückt. Aber jetzt können wir hier ein Seil rumpacken, hier randrücken, ranspannen mit denen und dann rutschen die nicht weg, wenn es, sag ich mal, wenn der Wasser kommt. Das Wasser kommt. Ja, dass sie nicht auseinandertreiben. Wow. Dass das nicht auf dem Wasser passiert. Ja, genau. Ja, aber die da unten sind halt gar nicht fest, ne? Ich werde jetzt einmal den hier so. Ja, Leute, wir haben jetzt noch 45 Minuten. Nee, 54. Ach, 54. Wir werden jetzt erstmal alles hier nochmal ein bisschen befestigen, dass unser unteres Holz nicht wegleitet und dass wir nicht nur auf so auf unsere Platte stehen, weil das Holz bewegt sich noch zu viel. So, ich hoffe, dass mein Team gewinnt. Leute, hält nochmal alles hier straff.
Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine Schicht drauf machen. Und dann sind wir fertig, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ein Handschuh, irgendwie für, weiß nicht, mit Handschuh kann ich vielleicht besser binden. Ja, das war ja eben nur von mir ein Vorschlag, weil ich finde, ja, wenn man Fummelarbeit hat, ist ein Handschuh besser. Einer ist ganz gut, glaube ich, wenn ich einen habe. Okay, hier setzen wir wieder an. Hier ist ein richtig guter Punkt zum Ansetzen, siehst du das? Oh. Der ist geil. Guck mal. Bam. Der ist so gut. Ja. Bei dir oder bei mir jetzt abschneiden? Bei mir hier. Ja, gut aus. Ey, ganz ehrlich, es sieht besser aus, als ich dachte. Wie wir es machen. Danke. Wirklich. Gute Arbeit bis jetzt. Guck dir das mal an. Und jetzt gehen wir hier nochmal rüber. Über den Filler. Rechts. Der. Hier fehlt noch richtig Spannung, Alter. Das ist scheiße. Das ist ja voll schön. Aber das hier ist gut, das ist, fühl mal, wenn du mal hier rüber gehst. Ja. Fühl mal, da, hä? Ach, das kriegen wir gleich noch hin. Ja. Jawohl! Die sind immer noch am Holz sammeln. Nicht gut. Das ist doch toll! Wir müssen unbedingt noch die Bankstelle machen. Boah, es hält. Ob das zwei Hallen hält? Einer? Wir brauchen noch eine Schicht. Sollen wir es aussprühen oder lieber erst noch eine Schicht? Noch eine Schicht. Okay. Ja, und ich versuche jetzt... ich dreht halt ein bisschen durch. Ich muss jetzt aufpassen, weil hier unten geht's runter. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt schon ins Wasser zu fallen. Ich gehe jetzt nochmal, während er da hinten rumstöhnt, nochmal auf Holzsuche. Ist halt ein bisschen kacke hier, weil wir haben hier den Fluss. Ich glaube, das hat mich euch auch schon gezeigt. Und hier haben wir schon relativ viel alles geplündert, weil wir ja nur das tote Holz nehmen. Wo hier relativ viel... Boah, das ist erschlagen hier. Weil wir hier relativ viel... aber es sieht schön hier aus, findet ihr nicht? Also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Wasser sauber wäre, eigentlich echt schön. Das sieht jetzt irgendwie weiter weg aus, aber das hier... Also, das sieht aus, als hätte ich hier voll viel Platz. Das ist so nur so ein halber Schritt und dann... würde ich abstürzen. Oh mein Gott. Das ist voll langweilig. Ne? Das ist voll die langweilige Aufnahme. Mal wieder da. Ich weiß nicht, was jetzt davon drin bleibt oder nicht. Das ist doch ein bisschen langweilig. Aber Michael meinte, auf der anderen Seite da, hinter dem Fluss, da irgendwo, da ist halt noch gutes Holz, weil wir hier schon relativ viel weggeholt haben. Ich habe aber keine Lust, da reinzufallen. Deswegen, vielleicht springt Micha da gleich lieber rüber, weil das ist ja weit. Aber dann müssen wir das ganze Holz auch rüberkriegen, also rüberschmeißen. Also vielleicht machen wir es gleich zusammen. Und ja, jetzt habe ich lang genug gelabert. Genug Zeit verloren. Oh mein Gott, der Boden hier ist sehr matschig. Wir müssen weiter, Leute. Wir müssen jetzt hier über den Fluss hier... Dann über den Schlamm hier. Richtig kacke. Wir müssen unbedingt hier rüber. Da. Nass. Das ist gut. Okay, weiter geht's erstmal. Weil hier habe ich gutes Holz gefunden. Das brauchen wir. Das ist das hier. Das nehmen wir mit. Vielleicht müssen wir auch hier rüber. Planänderung. Wir müssen über zwei Flüsse und das kostet uns zu viel Zeit. Ja, und wir kriegen halt einfach zu wenig da raus. Deswegen, wir laufen jetzt gleich am Weg vorbei und schauen, ob wir da Holz finden. Da irgendwo da. Irgendwo da hinten. Wir haben jetzt noch 44 Minuten. Wir sehen die da hinten. Ich weiß auch nicht, was sie da machen. Sieht der uns auch? Bestimmt, oder? Ich glaube, der sieht uns, ja. Okay. Und, was meinst du? Ich bin mir nicht sicher, ob die das so gut können. Ich kann es ja auch nicht gut, aber... Geh mal weiter, dann verlieren wir keine Zeit. Ja, stimmt. Haben wir überhaupt... Ich glaube, Leute, ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt das die ganze Zeit verfolgen, aber wir nicht. Ich will mal gucken. Weil vielleicht finden wir was richtig Gutes hier. Vielleicht so eine Plastikfolie. Das wäre so genial, aber ich glaube... Wenn nicht, haben wir Zeit verloren. Ja, dann haben wir Zeit verloren, ja. Also ich denke, unser Fluss wird wassertauglich sein, wenn unser Grundgerüst nicht auseinanderbricht. Das ist auch meine Angst, dass der Grundgerüst einfach und kaputt geht. Es könnte sein, dass es auseinanderbricht. Weil ja, das kann wirklich sein. Ja, zum Reintransportieren, da wird wahrscheinlich viel kaputt gehen. Jo. Okay. Fucking go, Mann. Zeig mal her, geht mal an.
Okay, okay, mittig. Junge. Junge. Na, nee. Okay, dann noch. Weg. Beschäftigt dich, ja. Zieh mal den Namen schon. Nee, du musst richtig. Rutsch. Ja, wie soll ich festhalten? Rutsch trotzdem. Richtig rein, richtig. So mach ich ja. Okay. Boah, das ist ja komplett scheiße. Das ist ja komplett scheiße, what the fuck. Danke. Die schon mal weg. Keine Umgebung. Übrigens, von der Bank, alles von der kaputten Bank, die lag da wirklich im Dreck. Okay. Ich glaube, wir haben genug, Leute. Yeah. Geil. Wir haben jetzt noch 38 Minuten. Wir haben... Wir haben jetzt Micha voll gestapelt. Ja, ich glaube, man kann noch mal ein paar Sachen raufmachen und dann geht's los, Leute. Ach so. Das machen so, machen wir das. So, aber ja. Nur, dass ich eigentlich zwei Hände dafür benutze. Ja, okay. So. Okay. Ich gehe schon mal los, weil die Kraft okay. Gibt nach. Okay, wir sehen uns gleich. Ich nehme den Rest mit. Sieht ein bisschen aus, wie wenn so ein Hund, so ein ganz kleiner Hund, so einen Riesenstock mitnimmt. Das sind ja... Alter, seht ihr das? Ich sehe es, ja. Okay, so, ich habe den Rest. Es sind nur drei Stöcker. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Mein Stock verloren. Egal. Bei Ihnen noch ein kleiner. Über die Brücke. Da. Da. Okay. Und jetzt bauen wir weiter. Ja, Michael ist schon lange angekommen. Okay, ich nutze schnell die Zeit, mach weiter. Mercedes kommt jetzt gleich mit den letzten Stöcker. Da hinten sind wieder die anderen. Da vorne ist Micha. Ich verliere gerade alle Stöcke, weil ich nur mit einer Hand, die andere Hand nimmt auf. Oh mein Gott, der geht gleich flöten. Hallo. Hallo. Oh nein. Hallo. Ich hol's dir. Oh mein Gott. Ja. Wieder zu Hause. Oh, mein Arm. Oh, das war nicht so gut. Oh, ich habe den die ganze Zeit mit einem Arm getragen. Wir werden es schaffen. Ja, sie ist fleißig. Leute, lasst einen Daumen da für sie, Mann. Die gibt sich Mühe. Weiter geht's. Und die dritte Schicht kann angefangen werden. Hammer. Okay, warte, einmal anheben bitte. Jetzt noch ein bisschen was abgeht, weil das sieht richtig gut aus gerade. Ohne Scheiß, guck das mal an. Ja. Komm an. So. Ah, nee, da nicht. Außen. Ey. Scheiß auf die Fläche. Nach unten. Hinten? Nach unten? Ja, ja. Das habe ich auch kurz überlegt. Die Stelle? Binden und die andere. Zack, und jetzt nach oben. Binden. Bam. Und jetzt rüber binden. Zack, und dann auf den Boden, auf dem Wasser legen. Das ist es. Komm, let's go. Das ist, Alter, das gefällt mir mehr als warte, diese Fläche. Noch. Ich glaube. Zack. Vielleicht sogar benutzen, Alter. Mal gucken. Das ist ja unser Werkzeug, das wir selber gefunden haben. Das ist hier Müll. Ja. So, okay, let's go. Hier ist der nachher einfach reden. Legen wir auf der anderen Seite auch schon mal Ausgleich, dass wir das nicht gleich kippt beim Arbeiten. Das ist wirklich, guck dir das mal an, Alter, wenn wir das zusammenbinden, ne? Wenn wir es wirklich hinkriegen sollten, das wird fucking geil. Das ist wieder eigentlich schon in Länge. Das ist eigentlich in Länge, die Wasser. Was haben wir die Axt? Das. Lass mal direkt ein neues Seil machen. Drei Stück davon. Nee, lass erst mal gucken, wie es wirkt. Lass erst mal gucken, bevor wir voll die Scheiße bauen. Wir haben jetzt gleich noch mal 20 Minuten Zeit, noch mal überall noch mal Knoten reinzumachen und es festzumachen. Und dann war es das dann eigentlich. Was wir machen könnten, ist, dass wir hier gleich noch mal links und rechts zwei große Stöcker legen und die noch mal mit dem unteren befestigen, dass das nicht alles wegrutscht. Ja. Leute, jetzt wird es richtig cool. Wir werden hier eine Flagge aufbauen mit meinem T-Shirt und dann sieht das wirklich aus wie so ein kleines Floß. Hier ist ein Stock, das heißt hier zwischen. Und dann können wir das befestigen. Das ist nachher so ein Captain Jack Sparrow, wie er mit seinem Schiff untergeht. Ganz am Ende, was es nur die Spitze und ja, oh mein Gott!
Geh mal das Seil. Das müssen wir befestigen. Wir müssen ja auch mit Schönheit Punkte sammeln, Leute. Das wäre auch cool gewesen. Einmal so also zwei Kategorien. Welches Floß sieht schöner aus und welches funktioniert? Auch cool. Aber am Ende, Leute, entscheidet ihr, wer gewonnen hat. Das heißt, wir können entscheiden, alle vier, wer gewonnen hat. Aber ihr könnt auch nochmal das beeinflussen. Und wenn eins untergeht und das andere nicht? Dann ist es klar. Okay. Dann ist es klar. Und wenn beide untergehen, dann dürft ihr auch entscheiden, welches Dann könnt besser. Ihr auch entscheiden, ja. Welcher Abgang schöner war. Welcher Abgang? Ja, Junge, wenn das wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ne? Alter, das ist ein Schiff. Wir bauen hier einfach ein Schiff. Ja. Einfach, ja, einfach, weißt du, zack, ganz chillig. Easy, guck mal, damit das auch ein bisschen weiter rein auch, ne? Ha? Wollen wir arbeiten auf jeden Fall. Komm, kann man doch, das gefällt mir nicht. Die lockeren Stellen können wir gleich bearbeiten. Lass das mal alles zusammenbinden und dann gucken wir mal. Ich will direkt. Okay. Es ist nachziehen. Ja. Okay, damit wir auch eine bessere Sicht haben, was wir hier so veranstalten. Bald ist das Flugzeugträger fertig. Hoch. Immer noch locker. Das hier muss man ausgleichen. Da, gegen drin. Ja, perfekt. Ja, besser, Mann. Viel besser. Okay, nächste Seite. Noch 15 Minuten oder so, ne? 12. Let's go. Das kommt jetzt einfach hier ran. Das besser geht's gar nicht. Das kommt dann hier hin. Dann halten wir so fest. Wie Zeit haben wir da? 23, 20, 18 Minuten, Leute. 15 Minuten. Ich bin wirklich neugierig, Leute, wie diese Jungs das so gemacht haben. Wirklich, ich bin richtig neugierig. Der letzte, wichtigste Knoten. Wahrscheinlich der letzte. Ich muss jetzt nur alles hier schön zusammenfügen. Das Geile ist, guck mal, der hier drückt jetzt alles nach unten. Das sind doch nicht die letzten Knoten. Mercedes macht die letzten Knoten. Die sind sehr wichtig auch. Das ist unser Boden. Hier nicht irgendwie wegschiebt. Stramm Einmal zu Micha und dann reicht das am Seil. Okay, let's go. Sag mal, wie ist das da? Gib mal an. Ist gut? Jo. Nun, das geht doch gleich schon kaputt, wenn wir das ins Wasser tragen. Meinst du das echt so scheiße? So scheiße jetzt? Nein, ich mein nur, wir haben eben gerade schon Probleme. Vielleicht täusche ich mich auch gleich. Ne? Gefühlt mehr Salz verwendet als Holz. Okay, Mann. Bereit für den Test? Ja. Hier durch, Alter. Okay, anheben. Ja. Die Seite hier ist zu locker. Meinst viel du? Zu locker. Zu locker? Viel zu locker. Ach so. Ja. Zack. Easy. Dann kriegen wir direkt Spannung. Ach, warte. Alter! Ich glaube, wir brauchen nicht mehr die Mitte, oder? Ich würde so einfach zur Stabilisierung, ne? Ja. Und auch zum. Jetzt komm, ja, wir haben eh noch Zeit, komm. Woanders. Hier ist Salz. Hier ist Salz. Also. Nee, danke. Nochmal trennen. Hast du die Axt? Ja. Ja, das passt. Reicht die? Alter. Oh, ich glaube, wir gewinnen. So, das ist selten, niemals gedacht. Geht doch, oder? Ey, das ist ein bisschen die Billigversion von Raft. Ja, du stehst auf einer Platte Floß. Wir sind halt noch bei der einen Platte. Und du sammelst dir Müll und baust das immer schöner. Nur, wir haben eine Hose gefunden im Meer. Ja. Und ich brauche nur meine Angel. Haben wir jetzt ein Segel gebaut. Das ist halt das Problem, wenn der Hai kommt, das ist ja ein Block von Wasser. Dann sind wir tot. Ich würde, wenn der das kaputt macht, liege ich im Wasser. Okay, zack. Und? Ist das irgendwie ein Spezialknoten? Oder? Nö, das ist einfach nur ein normaler Knoten. Einfach nur ein Knoten, Leute. Okay. Es muss nur halten. So, das ist auf jeden Fall fest. Cool. Hammer, sieht voll gut aus.
Jetzt muss das noch befestigt werden. Achso, okay. So, zack. Boah, das bewegt. Soll ich das festhalten? Nö, alles gut. So haben wir es. Okay, jetzt brauchen wir einmal die Säge, Miss Hedith. Ja. Sägetag, Sägetag, Sägetag. Boah, ist es warm. Oh, wie Zeit haben wir noch? 23, 20, 18 Minuten, Leute. Ich würde sagen 15 vielleicht. 15 Minuten. Ja, die Flagge hält jetzt nicht so krass, aber besser als nix. Ich kann gleich mal gucken, aber während ich aufnehme, sehe ich nicht, weil der Timer auf dem Handy ist. Da knotet gerade unser Boot fertig. So geil aus, ich feiere das gerade. Anbau an die Flagge. Cool. Weil es ist ja der Kanal von mir. Voll deswegen. Was ist das für ein Baum hier, was ich da dran machen möchte? Das ist... Nein, kenne ich nicht. Sieht aus wie die Buche, aber die Buche hat nicht so große Blätter. Ja, voll. Perfekt? Ja. Fertig ist der Floß. Mehr mache ich nicht, Leute. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal, nutzen die Pause und trinken mal ein bisschen. Okay. Ich will gewinnen, Mann. Ich habe wirklich Bock, dass wir gewinnen, Mann. Ziehen die ab, Alter. So, das lasse ich jetzt extra gucken. Das extra hier. Genug dran. Mach einfach so einen Billigknoten hier rein. Ja. Dass wir genug haben und spannen gleich. Das? Aber hat mich Spaß gemacht, bitte. Wirklich gut. Ich hab richtig Bock. Hey, also, mir macht das richtig dabei. Mir macht es richtig ja. Profi, Alter. Danke. Aber ich würde sagen, fortgeschritten, nicht Profi. Okay, dann halt ein Profi und ein Fortschrittschritter. Ha! Habt ihr es gehört, Leute? Bescheidenheit in diesem Mann. Unendlich. Das könnt ihr mir glauben. Nimm deine Finger, Alter. Oh, fuck. Ich hab gerade nur die Axt gemerkt. Jo, krass. Die ist ja echt scharf, Mann. Ja, oh. Schön, Spannung, weil zu zweit ist das halt. Krass. Patrick, das ist geisteskrank. Das hast du verletzt in deinem Team. Das ist geisteskrank. Alter, das ist schon verboten gut, glaube ich. Ich bin dir ganz ehrlich. Fuck, ich bin stolz. Das sieht mega geil aus. Team Blau, Beste. Ja, das Team Blau. Ein Leben lang Team Blau. Okay, Mann. Das ist durch, Digga. Das ist gewonnen. Es ist gewonnen, Patrick. Ich kann von hier bis nach Pusemuckel fahren, Alter. Kann ich sogar mitnehmen, vielleicht sogar noch. Okay. So, mein Freund. Alter, Patrick. Wir sind fertig. Ich vorstelle unser Fluss vom Team Blau. Team Blue. Woo. Ah. Ja. Sie sind fertig. Wir sind auch fertig. Perfekt. Leute, wir brauchen keine 2 Stunden. Wir fangen jetzt einfach an. Wie viel Zeit hätten wir theoretisch noch gehabt? 6 Minuten. Witzig, dass wir gleichzeitig fertig sind. Voll. Krass. Okay. 2 Stunden ist eine gute Zahl. Und wie die kommen, wir werden jetzt unser Floß testen, Leute. Gleich geht's los. Ich bin echt gespannt, ob überhaupt eins überlebt. Ob es beide schaffen. Ob unseres überhaupt hält. Also es sieht cool aus, aber ob wir es ins Wasser kriegen, weiß ich nicht. Klar, haben wir eine Flagge. Ist meine Hose! Was ist das denn? Das? Ist ein Schiff gebaut, Alter? Na klar! Was zur fucking Hölle? Ich bin so gespannt, wie es bei euch aussieht. Alter! Hä? Wenn es nicht schon so reagiert! Das ist mein Floß mit Mercedes! 3-schichtig? Bitte Stecker? Alter, was? Ja. Alter, was haben die denn hier gebaut? Haben wir vielleicht ein bisschen zu übertrieben? Was? Hä? Was? Ich sag, das ist gut! Hä, das ist doch ein Floß oder nicht? Guck dir das mal an! Hä? Guck mal, die haben eine Flagge! Das Geilste ist... Was? Das Geilste, Leute, das ist 3-schichtig! Ob es hält, ist noch ein anderes. Dankeschön, dankeschön. Okay, also. Wir haben noch 50 Sekunden offiziell. Ja, okay, yeah, 50 Sekunden, Leute! Wir haben es geschafft, okay. Oh mein Gott, ich hab so Angst, dass es kaputt geht. Weil wir können es damit kaputt machen aus Versehen. Wie, denn jetzt, ja. Wie ist dein Plan? Erzähl erstmal. Du trägst dort, Andi trägt dort und wir versuchen es da rein zu. Oder er geht auf die Mitte. Digga, bist du geistig gestört oder was? Wie soll ich das hier hochkriegen? Nicht hochtragen, mehr schieben. Hochtragen bricht alles und ist zu schwer. Mehr schieben. Das geht ja kaputt auf dem
da. Oh, Micha, da rein. Guck mal. Das ist so tief. Egal, es muss rein. Also du willst direkt rauf dann, ne? Ja, klar. Okay, warte. Nein. Warte, hier ist... Geht die Mitte schon kaputt? Ja, oh, das geht schon kaputt, das geht schon kaputt. Ist egal. Okay. Schade eigentlich. Ah, hier geht's nicht mehr weiter. Warum? Alter! Also deine Hose verlierst du auf jeden Fall gleich. Eigentlich gut, einer ist Wasser. Leute, wir können jetzt schon raus sein, also, wenn der Fluss kaputt geht. Komm mal. Ja, warte mal. Wir warten ja, genau. Warte erst mal an. Okay, an dich. Aber wenn euers auch nicht schwimmt. Wir haben es schon getestet, wir kriegen es auf jeden Fall hoch. Ja, okay. Ja, okay. Boah, das wird so ein Problem, Leute, dass hier ein Flug ist. Ihr hättet das sozusagen als Rückseite machen müssen und. Ah, ja, das. Geht aber immer noch. Wir werden beobachtet. Das ist die Flagge. Wenn wir das reinschmeißen, dann funktioniert das hier nicht. Ja, aber anders wird es jetzt einfach nur kaputt gehen alles und dann wird alles. Wir müssen es rüberschmeißen. Ach, die Leute, die Probleme. Schmeißen wir doch die Hose wieder hoch. Die Hose, Micha. Meinst du, kriegen wir das hol dir rein? Die Hose einmal schnell. Rette die Hose. Ja, wirklich, hol dir deine Hose einmal mit dem Stock. Das wäre einfach nur schade. Okay, wir haben schon mal die Flagge verloren. Okay, also der Plan ist folgend. Reinschuss meistens komplett rüber mit einem Superschwung. Okay. Und da musst du halt so schnell rauf, wie du kannst. Also willst du es wirklich machen? Ja, ja, klar, müssen wir. Okay, warte, du drückst mit. 3, 2, 1. Und rauf, 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 rauf. Und rauf, 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 rauf. Oh! Oh. Ja, so funktioniert's halt nicht, ne? Weil meine Idee ist ja. Ja, andersrum gebaut. Wieso? Es geht doch, es geht doch. Ein Stock, ich brauch einen Stock. Hier. Ja, 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 was hast du denn genug? Helf dir mal. Ja, wobei? Warte. Helf doch mal, wobei? Ich hab's! Warte, da! Nee, das ist klein. Alter, hier! Der Scheiß. Ach so! Der ist hier komplett drin. Das ist das Problem. Ja. Vorsicht, fallen! Ja, ich hab dich! Okay. Ich hab's rausgelöst. Okay. Krass. Also, ey! Es ist nicht schlecht. Ich hab nicht gedacht, Leute! Das ist doch so schwer als mit dem Floß. Geil! Geil! Jetzt einmal ganz rüber, ne? Ha? Jetzt einmal ans andere Ende. Kann man machen, ne? Okay. Also jemand... Ja, deswegen! Das muss los sein. Stranded. So, das war nicht meine Idee, Leute. Das aber du musst jetzt nur mit deinem Floß eine Runde drehen, ne? Damit das ein Ziel ist, ja, Floß, würde ich sagen, oder? Also ich würde sagen, es zählt, es hält. Vielen Dank. Alter, ist das eine geile Aufnahme. Junge, das könnte Kanal-Trailer werden. Boah, ich schwör's euch. Ich bin im Film. Ich sehe Michael Jana Jones, Alter. Ja, Mann, perfektes Aufen, ey, wirklich. Micha, wir fahren nach Hause, ne? Tschüss. Ey, aber es funktioniert, ich bin voll tief drin. Und glaubst du, euer Fluss gewinnt? Safe. Ja. Würdest du das denn als Erfolg durchgehen lassen? Euer Fluss jetzt? Ja. Würde ich schon sagen, ja. Ja. Ist zwar ein bisschen blöd jetzt, weil es andersrum ist, als wie ihr gedacht habt, aber... Ja, aber es schwimmt noch, also... Darauf kommt es an, oder? Ja. Okay, also wenn euers auch gleich schwimmt, dann haben wir vielleicht unentschieden, je nachdem. Oh, oder auch nicht. Ich würde sagen, euers hat jetzt. Oder es hat gerade auch. Hilfe! Oh mein Gott! Ich komme! Okay, aber es schwimmt immer noch. Es schwimmt noch. Das ist voll krass. Ey, wenn das andersrum wäre, würden wir ja diese drei Schichten. Ja, andersrum hätte es, glaube ich. Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich. Ich versuchen, ich bin ja eh nass, einmal umzudrehen. Und dann noch mal zu gucken. Meint ihr, ist das tief hier? Ich find's krass. Ich glaub tief, ja. Ist es tief, der geht einfach rein. Ist nicht jetzt tief. Jetzt probier ich's aus, Leute. Den
umzudrehen, weil das war ja eigentlich unsere Idee. Willst du es einmal andocken, Micha? Dann hättest du ja doch ins Wasser gehen können. Und dann hättest du es an... Aber ja, dann aber ich dachte, ich krieg das trocken hin. Ja, okay. Aber jetzt bin ja, ich ja stimmt, du hättest voll das Rede, volle Kanne ins Wasser gehen können. Dann hätte man es nicht mehr. Ich glaub... Micha. Was? Das Drehen, das schaffst du nicht mehr. Warte erstmal ab. Kannst lass ihn mal machen. Ob das möglich ist. Soll ich dir helfen, oder? Ja, okay, er hat Wasser, ne? Na gut, bis zum Ansatzpunkt nur. Ich glaube, das bricht, ja. Oh. Aber jetzt rauf. Krass. Es ist jetzt sehr kaputt gegangen. Aber es hätte... Aber seht ihr ja. Das ist fast ähnlich, Alter. Ha. Sehr ähnlich. Krass, ne? So würden wir, wenn das jetzt krass. Nicht kaputt gegangen hätte, würden wir eine übelst gute krass, Sache. Wie schwierig im Fluss zu bauen ist, ne? Voll heftig, ja. Junge Mann. Okay, Leute. Ich glaube, es wird schwierig zu gewinnen. Wir gehen jetzt zu den anderen. Ich mach mal auf. Hi. Ah, perfekt. Wir sind schon auf, Leute. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt bei denen aussieht. Weil unsere Chancen stehen wahrscheinlich nicht gut, dass wir das hier gewinnen. Weil unser Fluss ist ja komplett kaputt gegangen. Aber es hat halt geschwommen, ne? Es hat geschwommen. Ich konnte drauf. Ich konnte es nochmal umdrehen. Und es hat ja relativ gut ausgesehen. Aber zwei Leute konnten wir da nicht drauf bekommen. Stimmt, das heißt, wenn wir bei denen zwei Leute drauf, haben die gewonnen. Stimmt, ja. Okay, Leute, weiter geht's. Und wenn nur einer drauf passt, was dann? Dann müssen wir entscheiden, wie sieht das bei denen aus auf dem Wasser. Okay. Und auch genauso akotisch aussieht wie bei mir, dann... Und auch wie lange, ne? Vielleicht kann man auch noch übernehmen. Kann man auch machen, ja. Oh, warte, den ist ich gar nicht. Meine Schuhe sind klitschnass, Leute. Stimmt. Okay. Das ist schon was. Boah, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt bei euch. Alter, Leute. Ich glaube, ich sehe schon einen Sieger. Sieht stabil aus. Das sieht richtig geil aus, Leute. Mhm. Weil wir wollten auch eine Bank aus Spaß kaputt machen. Nur so aus Spaß gesagt. Ja, die war wirklich komplett im Arsch. Aber geil, ne? Cool. Okay. Team Nummer 1, das ist Team Nummer 2. Ja, was denn? Brauchst du das Handy? Nee, passt. Ich helfe dir lieber. Okay, wie macht ihr das? Ist das unten oder? Ja, das ist unten. Das müsst ihr aufdrehen. Überlegen. Okay. Erstmal würde ich sagen, einfach erstmal ans Ufer bringen. Bei uns kannst du es tragen. Ja. Guck, stimmt. Wie stabil der Unterschied ist. Das ist richtig gut. Vorsichtig. Fein, aber gut, Leute. Fein, okay. Aber gut. Ja, wir wollten halt einfach etwas Praktisches, ja. Etwas Modernes. Ja, ja. Und jetzt langsam zu dir. Ja. Lieber so dann. Dass es nicht alles von nach unten steht. Alle hier, sind wir hier. Ja, okay, das war schlau, ne? Das falsch rum zu. Leute, bitte. Fällt gerade auseinander schon. Okay. Dann und rein, ne? Bevor ihr es reintut, glaubt ihr, es kann schwimmen? Ja, ich ja, nicht. Ja, ja. Ich denke schon. Schon. Ich glaube schon, ja. Oh oh. Eins, zwei, drei. Kommt der nächste Schritt? Ich muss rein direkt. Also. Das wäre voll lieb von dir. Ich bin ja eh nass. Danke dir, Mann. Danke dir, Mann. Warte. Ja. 2, 3. Vorsicht. 1, 2, 3. Vorsicht. So, weiter komme ich nicht mehr. Vorsicht. So, jetzt geht's schon runter. Jetzt schon? Okay, lass los. Ich brauch den Stock, Patrick. Ich dachte, du wolltest nicht ins Wasser. Ja, eigentlich nicht. Ne? Déjà-vu. Ist okay? Ja, alles gut. Okay, Leute. Warte. Ich geh mal wieder raus. Oh, das wird echt nicht spektakulär, Alter. Sieht wahrscheinlich genauso aus wie bei mir. Nee, Mann. Geil. Okay. Warte. Ich geh hier kurz ins Wasser. Das ist zu schwer. Komm her. Okay, let's do it. Okay. Ich bin mitten im Wasser hier. Ja? Ich weiß nicht. Ja? Warte. Ich kann dir dabei helfen, dich zu schieben. Nee, Digga. Ne? Es nee? Ist einfach nur... Doch zu wenig? Ja? Zu wenig Gewicht. Ja. Ach, du liegst auf dem Boden? Ja, ich bin auf dem Boden. Ach so. Warte, komm. Noch ein Test. Ich gehe jetzt einmal drauf und weiter rein im Wasser. Es ist... es ist vom Prinzip. Vom Prinzip war es wirklich gut, aber wir haben zu wenig Gewicht. Ja, du brauchst mehr Holz, eine dass es Schicht nach noch. Oben geht. Eine Schicht noch. Ja. Okay. Aber wir testen noch, Leute. Ja, ich will testen noch. Vielleicht unsere Chance, Leute. Willst du versuchen? Ja, ich versuch's. Ja, zu wenig Kraft, ne? Du musst rauflegen vielleicht sogar, das geht noch. Rauflegen, ja. Ja, weil dann hast du überall Gewicht verteilt. Im Prinzip, wenn ohne dass es immer drauf ist, ist es bloß ohne Schuss. Voll gut eigentlich. Voll gut. Ja. Ein bisschen mehr Gewicht. Boah, jetzt teste ich mal. Das Floß kann gar nicht schwimmen, Leute. Team Rot hat gewonnen. Ich glaube, es ist klar.
Mann, jetzt die Aufnahme geil. Ich dachte wirklich, wir sind beschissen, ne? Aber das ist wirklich schade. Nice. Leg dich mal drauf, das wäre noch witzig. Ja? Ja. Guck mal. Ich glaube, damit könntest du besser überleben. Und da ist ein Legfloß. Ja, das ist ein Legfloß. Ja. Okay, dann kriegt ihr einen Punkt für. Woo! Also ist das 1-3? Keine Ahnung. Leute, ihr entscheidet jetzt noch, wer gewonnen hat. Bei uns ist es klar, wer gewonnen hat. Aber was ist mit euch? Schreibt das gerne in den Kommentaren. Ist es bei uns so klar? Ich weiß auch nicht, ob das so klar ist. Ich finde bei euch 50 Kilo mehr oder 30. Ja, mehr Tragholz. Das wäre einfach richtig geil gewesen. Da hätten wir aber mehr Zeit gebraucht. Vom Bau her finde ich das auch richtig geil. Gerade mit Ach und Krach 2 Stunden gebraucht. 2 Stunden? Wir haben ja 5-mal mehr Holz gesammelt. Aber bei uns ist es genauso beschissen. Wir haben ein bisschen besser. Ja, aber ihr habt ja auch fast nur kleine Äste. Also wir mussten ja unsere erstmal die ganzen Dicken erstmal trennen. Weil bei uns, wir haben ja so dickes Holz genommen. So ein Mittelding wäre voll gut gewesen. Ja. Wirklich, so das heißt, wenn wir alle zusammengebaut hätten, hätte es geschafft. Schreibt in den Kommentaren, habt ihr Bock auf diesen Format nochmal, dass wir, sag ich mal, zu viert für 2 Stunden ein Floß bauen, was wirklich auch halten kann. Ich hätte Bock auf das Format. Ich auch. Das heißt, Teamwork ist besser als... Alleine gehst du unter. Ja, genau. In einer Survival-Situation würden wir jetzt abkrabben. Nee, in der Survival-Situation hätten wir so oder so zusammengearbeitet. Sind alle klitschnass gewesen. Ey, das ist Business. Geil! Ah, okay. Business. So, wir nehmen den Müll auch wieder mit. Alles wird wieder abgebaut, Seile abgemacht. Unser Floß wird da hinten auch noch aus dem Wasser geholt. Leute, das Projekt ist vorbei. Das Floß ist wieder draußen, das werden wir gleich alles wieder abbauen. Keine Sorge. Ey, Patrick, mit dem Andi, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Was lernen wir daraus, Freunde? Zusammenarbeiten, sonst geht man unter. Ja, wirklich, ja. Leute, haut rein. Tschüssi. Geil. Okay, Mann, cool. Jetzt, aber es hat voll Spaß gemacht, Mann. Ja. Guck, wir haben uns sogar eine Crafting-Bank gebaut hier. Geil. Wir konnten hier richtig hacken, alles. Und das war richtig, cool. Das war so geil. Und auch die Aufnahmen. Wirklich. Geil. Einfach Hammer. Ich freue mich. Tschüss.